Willkommen zum ersten großen Blockbuster des Jahres. Wir spielen heute gemeinsam die Story von Forspoken. Großes Dankeschön geht raus an Square Enix, die ermöglichen dieses Let's Play hier. Und das Spiel gibt es für den PC und für die PlayStation 5. Auf beiden Plattformen, sei es PC oder PlayStation 5, kommt Raytracing zum Einsatz. Es soll grafisch echt eine Wucht sein. Ich bin gespannt und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann auf jeden Fall eine Bewertung dalassen und gerne einen Kommentar schreiben. Eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Alle Links, die ihr finden müsst, findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt starten wir ein neues Spiel. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren Das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, Euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Das habe ich lange nicht gesehen. Nicht meine beste Seite. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen? Ich habe mein ganzes Leben vor mir? Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Hey! Hallo Sie! Ihr Handy! Du liebe Zeit! Danke Ihnen vielmals. Schon okay. Passiert jedem mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst.
Frohe Weihnachten. Ah, frohe Weihnachten. Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Ein ganz normaler Tag. Frohe Weihnachten, Leute. Nochmal so nachträglich, ne? Kommt ja richtig Stimmung auf. Spielsysteme. Aufgabenliste im Notizbuch. Eine neue Aufgabe wurde hinzugefügt. Im Menü unter Notizbuch findest du eine Liste deiner aktuellen Aufgaben. Werfe einen Blick drauf. Schauen wir mal rein ins Notizbuch. Kapitel 1. An dem, was die Richterin gesagt hat, war zwar was dran, aber ich kann nicht einfach ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal geschnappt werde, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Klar, das ist die richtige Taktik. Ich muss schleunigst nach Hause. Erstmal schleunigst nach Hause und dann ganz schnell aus der Stadt verschwinden. Alter, wenn Oma mir schon wieder ein paar Sachen schenkt. Es sieht eigentlich ganz schnieke aus, oder? Are you ready? Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Ah, ich mag die Kälte. Also, an Weihnachten finde ich es irgendwie passend. Klar, dann, wenn es lange Zeit kalt ist. Ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Dann irgendwann bin ich auch genervt, weil ich mir denke, oh, jetzt schon wieder in die Kälte raus. Aber so zur Weihnachtszeit, Dezember muss einfach kalt sein. Ich finde es furchtbar, wenn der Dezember irgendwie 20 Grad hat. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa! Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy! Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Wo ist das? Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf glatte... Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Oho. Oho. Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Oh. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, Frey! Warte nur, du kleine Rotzköre, wenn ich dich erwische, erlebst du dein blaues Haar. Wirf mit Ziegelstein! Lass das, Frey! Gott sei Dank kann ich Freeclimben anscheinend. Ich bin sehr athletisch. Ich muss sagen, das Voice Acting ist echt ganz gut, oder? Komm sofort das irgendwie zurück, cool. Frey. Jetzt gibt's kein Zurück. Die Frau ist fit. Ah! Oh, alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Kann man da durch? Weil die Kamera eben so drauf gelinst hat. Sprinten. Wie komme ich hier weg? Ich kann die Kamera nämlich gerade nicht verändern. Ich muss einen Ausweg finden. Einfach über die Autos jumpen. Komm sofort zurück, Frey! Das geht schon mal nicht. Ah, hier an der Seite kann man durch. Dachtest du echt, du wärst schnell genug? Shit! Verdammt, war ich jetzt zu lahm? Schnelles Laden. Let's do it.
Ich muss echt einen Ausweg finden. So, hier. Boah, Entschuldigung, macht erstmal so eine Judo-Rolle. Ah, hier kann sie rüber. Aber die anderen halt nicht, ne? Wie es eben nun mal ist. Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Und schwupps. Und schnell hier durch. Fuck! Das ist ihre Taktik. Erstmal ein bisschen Dreck ins Auge. Oh, wann geben die endlich auf? Ist immer gut. Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Dreck ins Auge ist immer gut, Freunde. So macht man das. Ein bisschen Dreck ins Auge, ein Knie in die Weichteile. Da. Easy going, easy winning. Wo ist sie hin? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott. Wir finden dich, Frey! Du bist tot! Fuck! Homer wartet bestimmt schon. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. So kann man natürlich auch in sein Apartment. Der Soundtrack ist richtig gut. Ich habe schon ein bisschen was gehört im Menü. Und dachte mir, nicht schlecht, nicht schlecht. Sweet hell. Das Archiv. Im Archiv findest du sämtlichen Lesestoff, auf den du unterwegs stößt und viele nützliche Informationen, zum Beispiel über die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü darauf zugreifen. Archiv öffnen. Sieh dir nützliche Informationen an, die du gesammelt hast. Okay. Bis jetzt wahrscheinlich nur Charaktere. Maya Bird, Lisa und die gute alte Chrissy. Die Anführerin einer Straßengang in New York. Sie arbeitet für einen wichtigen Gangsterboss, der sie und ihre Partner anwies, Frey zu finden, nachdem die Polizei ein Auto beschlagnahmt hatte, das Frey für die Gang stehlen sollte. Lisa vertritt die Ansicht, dass jeder für seine Fehler büßen muss. Vor allem, wenn sie sonst dafür büßen müsste. Okay. Die alte Lisa. Was haben wir denn hier? Katzenfutter? Der Napf ist leer. Kann man nur. Das arme Tier. Aber Hauptsache ein paar ordentliche Schuhe, ne? Meine treuen Treter. Altersversicherung. So hübsche Treterchen. Limited Edition. Unter Sammlern heiß begehrt. Perfekter Zustand. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Monster. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Ach, sie ist nach dem Tunnel benannt, weil sie dort gefunden wurde als Baby. Okay, verstehe. Alice im Wunderland. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Ich auch. Ich auch. Ich wäre sofort, zack, schwupps, andere Welt, ich bin dabei. Ich würde mich sofort im Wunderland absetzen, aber leider funktioniert das nicht. Das Zeug schmeckt ihr nicht.
Aber ich habe nichts anderes. Ich frage mich, wo Homer steckt. Ist das ein Laserpointer gewesen? Moment, das Zeug schmeckt ihr nicht, aber hat einen männlichen Namen. Ja, was ist es jetzt? Ein Kater oder eine Katze? Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Der Fluchtplan. Okay, man kann sich wohl alles im Archiv reinziehen. Genug Geld beschaffen. Ein letztes Mal um den Mist von Giggin kümmern. Futter- und Transportbox für Homer. Fahrkarte kaufen. Penn Station, 23.12. Abhauen. Klingt vernünftig. Sie hat anscheinend auch eine Menge Kohle. Ich meine, es waren ja nicht nur ein paar Scheinchen, sondern eine ganze Rolle da drin. Hey, Homer. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Oh. Tja, danke, aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Eine Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Cops. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja? Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen, nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh dann hauen wir von hier ab. Kann's kaum erwarten, von hier weg zu sein. Die Arme. Brennt's? Das Geld ist weg. Homer ist weg. Erst muss ich Homer finden. Oh, das Geld ist noch da. Okay, das kann dann schon mal eigentlich nicht gelegt worden sein, oder? Ich meine. Na los, Kleine! Zumindest nicht von innen. Homer? Homer! Ach, ein Glück. Wir müssen hier raus. Schnell! Das Geld, das Geld, das Geld! Nein, nein, nein! Sie hätte auch die Tasche einfach über die Schulter sich irgendwie werfen können, oder nicht? Komm, ein Sprung. Fuck, die Tasche! Ab durchs Fenster. Okay, warte, 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 warte. Komm ich vielleicht irgendwie nochmal rein? Ihr miesen Wichser!
Letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Sorry, Kleider. Jetzt stehen wir wieder bei Null, ha? Huh? Frey, was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey. Frohe Weihnachten. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Happy Birthday, Frey. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Was? Hä? Was war das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Was war das? Nein, jetzt im Ernst, was war das? Schmetterling? Eine Fee? War das vielleicht eine kleine Fee, die da rumgeflattert ist? Mann, die Frau klettert echt gern auf Dinge, kann das sein? Kann ich hier runterspringen? Anscheinend. Sauber abgerollt, Mädchen. Sauber abgerollt. Schönes Teil. Nope. So komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Okay, schönes Teil bedeutet das... Ich habe mir nicht wirklich viel vom Spiel angeguckt. Weil ich... Du machst das definitiv rein. Einfach nicht so der Fan bin. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Mich zu sehr spoilern zu lassen. Da verliert das Ganze so ein bisschen an Authentizität. Oh Mann. Wow.
Oh. Halt, stopp! Shit! Oh, nein! Oh Gott! Komm schon! Tja, und da wären wir wirklich im Kaninchenbau. Alice im Wunderland. Freys Abenteuer beginnt. Verlasse den Raum. Wo bin ich? Und da sind wahrscheinlich auch meine Eltern gelandet. Liegt irgendwie nah, oder? Was ist bloß passiert? Willkommen in Hogwarts. Mann, hier zieht's wie Hechtsuppe. Naja, du bist im Dezember ohne Jacke draußen ewig rumgerannt, bist auf irgendwelche Gebäude geklettert. Die muss schon Kälte abhaben können, die Lady. Wo in aller Welt? In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt. Zumindest nicht die, in der du eben noch warst. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Heißa, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt so bekloppt. Aber es ist wahr. Oh, stopp, du tust mir weh. Au. Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. Kapitel 2. Gestrandet. Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Glückwunsch, du bist offiziell wahnsinnig. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Aber wie? Ich meine, wie? Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein, hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Frey, okay. Beruhige dich. Du musst mir zuhören.
Ich muss nur eins, rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Es war falsch. Es war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Okay, wie komme ich jetzt hier weg? Wahrscheinlich die Treppe nehmen, ha? Huh? Sieht ganz schön verwildert aus. Hier war doch schon ewig niemand mehr. Still! Was? Entdeckung! Ist das ein verdammter Drache? Psst, er darf dich nicht sehen. Ach, echt? Ist er weg? Ja, und wir sollten auch aufbrechen. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Unterhaltung mit Ralf. Ab und zu hast du die Gelegenheit, eine Pause einzulegen und mit Ralf die letzten Ereignisse durchzugehen. Er wähle dann einfach ein Thema aus, um es anzusprechen. Hey, Ralf. Wir sind also eine Bande. Uns eint ein paar Hand. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin... was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung! Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Ethia, ein mysteriöser Kontinent in einer anderen Welt, der gleichzeitig atemberaubend schön und zutiefst beunruhigend ist. Ein dichter, unheilvoller Nebel umgibt mittelalterliche anmutende Bauwerke und trägt... zur fremdartigen Atmosphäre bei. Und als wäre das noch nicht Beweis genug dafür, dass Ray weit weg von zu Hause gelandet ist, gibt es hier auch noch gefährliche Monster, gegen die sie kämpfen muss. Oh, Standard. Ist mein Leben, Baby. Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck. Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Ethia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den Tanten? Tantas. Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Ethias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln... dann ja. Okay, da haben wir die alten Tanten. Die mächtigen Zauberinnen, die einst über Ethias vier Reiche herrschten. Jede verkörperte eine andere Tugend, von der ihr Herrschaftsstil geprägt wurde. Das Volk Ethias verehrte die Tanten und lebte unter ihrer Obhut im Wohlstand. Aber Ralf zufolge war nicht alles so harmonisch, wie es oberflächlich den Anschein hatte. »So
Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Mein Smartphone. Ist für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt jetzt? Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Oh ja. Ach, guck mal hier. Freys Handy hilft dir, über wichtige Dinge auf dem Laufenden zu bleiben. Zumindest ist es dafür gedacht. Tatsächlich ist es hauptsächlich mit niedlichen Fotos von Homer gefüllt. Leider scheint Effia aber kein Mobilfunknetz zu haben. Also kann sie nur die Kamera verwenden. Na, wenigstens die Kamera. Hey, da haben wir die Beweise. Ist das der Weg? Scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Hm, da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Der Kompass! Und woher weißt du das? Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Das Land heißt Athia? Janoon. Janoon? Aber du meintest... Athia, großes Reich. Janoon, kleines Land. Janoon gehört zu Athia. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Newark ist. Nö, nicht Newark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Neues York, Alter. Neues York. So, das ist eigentlich eine gute Stelle für einen kleinen Break. Wir sehen uns bestimmt wieder in der nächsten magischen Folge. Bewerten, kommentieren, Beschreibung abchecken. Auf Wiedersehen und tschüss!